Hallöchen, ihr Lieben. Hier spricht euer K. mit dem ersten Video in 2017. Hat jetzt ja das erste Video, wo ich was rede, hat jetzt eine längere Pause, weil ich Anfang des Jahres für 10 Tage in einem Schweigekloster verbracht habe und zusätzlich 14 Tage Wasser gefastet habe. Mit diesem Video will ich euch gerne an meinen Erfahrungen und an meinen Einsichten teilhaben lassen, die ich generiert habe durch diese Zeit des Rückzugs, der Stille und des Fastens. Ich mag dieses Video gerne unterteilen in zwei Bereiche. Zum einen will ich gerne darüber reden, warum man sowas überhaupt macht, was der Ablauf ist in so einem Kloster. Das ist ja, ich mache dieses Video gerade auch aus Thailand und war in einem buddhistischen Schweigekloster, wo ich seit 20 Jahren immer wieder hingehe. Und zum anderen will ich eben dann über meine persönlichen Einsichten berichten. Also, warum macht man sowas eigentlich? Ja, du begibst dich in ein Kloster, wo du per Vertrag unterschreibst am Anfang, dass du kein lebendes Wesen durch Gedanken oder Taten irgendwelchen Schaden zufügst. Und das beinhaltet Moskitos. Ja, und es gibt ganz viele davon. Also du machst nicht so, sondern machst so oder lässt dir halt irgendwie den einen Tropfen trinken und beobachtest, was das mit dir macht. Du gibst deinen Computer, dein Handy, dein Kindle, deine Kamera, sämtliche elektronische Equipment gibst du am Anfang des Retreats zusammen mit deinem Pass ab. Das wird da eingeschlossen. Du hast keine Bücher, du legst dieses Schweigegelübde ab, du hast keinerlei Ablenkung mehr. Ja? Und zusätzlich erklärst du dich bereit, zu dem sehr strengen Tagesablauf da mitzumachen, der von morgens um 4, wenn die Glocke läutet und dich aufweckt, ding, 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 bis abends um 9, wenn die letzte Meditation endet, den ganzen Tag dich beschäftigt hält. Und entweder sitzt du halt am Boden, nicht auf dem Stuhl, sondern am Boden im Schneidersitz, aufrecht, darfst dich da nicht hinlegen, oder du machst eben diese Laufmeditation, wo du irgendwie 5 Meter absteckst und dann ganz langsam diese 5 Meter hin und wieder zurückläufst. Das machst du den gesamten Tag lang. Du hast kleinere Pausen zwischendurch, wo du dann aber deine Pflichten zu erfüllen hast. Du musst Klos putzen und fegen und niedere Arbeiten machen, weil das gut ist. Und deine Sachen waschen und sowas. Aber du bist den ganzen Tag in diesen sehr engen, in dieses strikte Korsett eingeschnürt. Dazu gibt es nur einmal am Tag wirklich Essen, mittags. Du sollst kein Essen abends oder auf deinem Zimmer haben. Also du erklärst dich auch bereit, eben mit wenig Nahrung dort auszukommen. Ich, wie gesagt, habe ja gefastet. Ich habe diesmal gar nicht gegessen dort. Und dann wirst du abends um 9:30 eingesperrt. Das ist wirklich ein bisschen wie im Knast. Du wirst da eingesperrt und du kommst da nicht mehr raus. Ich meine, du könntest gegen die Türen hämmern, würdest alle anderen aufwachen. Das ist ja und du hast auch nur eine kleine Betonzelle, schläfst auf einem Betonbett, keine Matratze und hast ein Hartholzkissen. Und ansonsten ist es komplett leer, da ist nichts in dieser Betonzelle drin. Ja? Warum macht man sowas? Warum tut man sich sowas an? Ja? Zuerst mal muss ich sagen, dass dieses Vipassana, diese Technik, die da gelehrt wird, ja, nicht, es kommt jetzt für viele, die halt zum ersten Mal das hören, also vor wie sowas irgendwas New Age-mäßiges. Aber du musst verstehen, dass das vom Buddha erfunden worden ist oder der dadurch Erleuchtung anscheinend erlangt hat vor über 3000 Jahren. Es wurde also schon 1000 Jahre praktiziert, bevor Jesus überhaupt in die Windeln gekackt hat, wenn er welche hatte überhaupt. Also das ist eine sehr alte Technik, die wir halt im Westen nicht kennen, aber das wird seit Tausenden von Jahren praktiziert, hat eine sehr tief verankert hier auch in der, einfach in der Kultur des Landes hier in Thailand und verspricht halt, dass du sämtliche körperliche Verspannungen, Probleme, die du hast, negative Gefühle, Unruhe und Unglück, sämtliches Leiden, du auflösen kannst mit dieser Technik des Vipassanas. Und ich finde, es ist nicht zu viel versprochen, weil was mir so sehr liegt an diesem Vipassana und am Buddhismus im Allgemeinen, ist, dass es zum ersten Mal eine sehr tolerante Religion ist. Bedeutet anders wie alle anderen Weltreligionen und auch
dieser Platz, wo ich jetzt, wie gesagt, seit 20 Jahren gehe ich dahin. Das war mein 5. Retreat, den ich gemacht habe in diesen 20 Jahren. Das ist sowas wie meine spirituelle Heimat. Ich habe es auch, wie gesagt, unter dem Video drunter verlinkt. Dass alle Weltreligionen willkommen sind. Du kannst da als Christ, als Buddhist, als Jude, als Mohammedaner, der den Islam anhängt, du kannst da hinkommen und deine Religion weiterbehalten. Und ich liebe das, dass das so offen und tolerant ist und du nicht irgendwas konvertieren musst oder sowas. So ist der Buddhismus nicht und Vipassana schon gar nicht. Du kannst kommen und deine Religion weiterbehalten. Ich liebe erstmal das, brauchen mehr Toleranz in der Welt draußen. Und das Zweite, was mir so sehr gefällt an dieser Technik des Vipassanas, die ich gleich vorstellen werde, ist, dass sie so erfahrungsbezogen ist. Ja, weil die ganzen Weltreligionen, das sind ja alles so Konzepte von einem weißen Mann im weißen Bart, der im Himmel sitzt und der Teufel mit Hörnern, der in der Hölle sitzt, und das ist ja alles so abstrakt irgendwie. Und das Tolle an Vipassana ist, dass es erlebnisorientiert ist. Die Technik, und ich lade dich jetzt ein für die nächsten Minuten für das Video, ist einfach diese Technik mal kurz auszuprobieren, weil sie ist gnadenlos einfach und simpel. Ich liebe einfache und simplistische Lösungen. Genauso wie, wenn du gesund werden willst und abnehmen willst, mach halt Sport. Ja, geh raus in die Natur. Iss weniger Fast Food. Das sind alles so total auf der Hand. Iss halt weniger und abnehmen willst, iss halt weniger. Das sind lauter so simple Lösung, und da stehe ich total drauf. Und die simpelste Lösung, um sämtliche körperliche Leiden hinter dir zu lassen, zu heilen, all deine Probleme zu lösen und wirkliche Ausgeglichenheit und Glück zu finden, die Lösung hierfür liegt in deinem Atem. Das ist Vipassana. Die Technik geht wie folgt. Bitte mach mit die nächsten paar Minuten. Atme ein und zähle, das macht es ein bisschen einfacher. Zähle auf 2 oder 3 oder 4, je nachdem. Atme tief rein, runter in den Bauch. Dann hältst du kurz an oder wartest irgendwie, zählst auf 1 oder 2, und dann atmest du aus und zählst auf 4, 5 oder 6. Das ist, that's it. Atme tief ein und atme länger aus, als du einatmest. Und das mach jetzt mal für die nächsten Minuten. Und was passiert auf körperlicher Ebene? Sagt dir der Volksmund schon, jetzt atme mal tief durch. Simpel. Was passiert ist, dass dein Körper sich entspannt, wenn du diese Technik verfolgst. Anspannung fällt ab von dir, deine Muskeln, die Muskeln entspannen sich. Ja? Darüber hinaus entspannt sich aber auch dein Geist und deine Gefühlswelt, deine Emotionen entspannen sich einfach, wenn du einfach tief atmest und einfach langsamer aus wie einatmest. Ich liebe das, eine super einfache Technik, die dein Leben komplett auf den Kopf stellen kann. Und damit kannst du als Ziel, warum macht man Vipassana, was steckt eigentlich dahinter? Lernst damit, deinen Körper und deine Emotionen zu kontrollieren und eben bewusst zu verändern. Du lernst eine Selbstdisziplin, du lernst mit ungemütlichen Situationen umzugehen, du lernst aber vor allem eben Leid zu verstehen, das du in deinem Leben kreiert hast, und einfach hinter dir zu lassen. Nichts kleiner als das. Im Endeffekt, wie gesagt, kann man damit anscheinend Erleuchtung erlangen und nie wieder irgendwelche Probleme im Leben haben. Ja, das klingt jetzt so weit weg, aber wie gesagt, wenn man allein schon irgendwie seine körperlichen Leiden und Anspannungen hinter sich lassen kann und glücklicher werden kann, ist ja schon viel erreicht. Ja, beobachte dich mal, wenn du gestresst bist oder irgendwelche negativen Gefühle hast, wie du atmest. Das ist Atmung, Angst, Schnappatmung, ja, und gestresste Atmung. Und es geht darum, das hinter sich zu lassen. So. Das also zu der Technik, das zum Hintergrund von Vipassana. Jetzt will ich gerne über meine eigenen Erfahrungen sprechen. Ich habe ja schon ein Video, das ich hier auch um das Video drumherum verlinke, oder ich habe hier irgendwo einen Link sitzen, gemacht vor 4, 5 Jahren, als ich meinen letzten Vipassana-Retreat gemacht habe, wo ich meine Attachment, mein Bezug zu Sex und Food loslösen konnte. Ja, da hatte ich das erste Mal dieses wirklich lange Wasserfasten, wo ich irgendwie meinen Bezug zu Essen auflösen konnte und Sex eben auch, was ja als Mann auch schon eine besondere Sache ist. Also das hatte ich diesmal nicht, das hatte ich schon hinter mir gelassen vor ein paar Jahren. Diesmal habe ich 2 hauptsächliche Einsichten erlangt bei diesem Vipassana Retreat. Und das eine war meine Obsession, mein Gott, ja, wenn du so willst, die Positivität. Wenn du mich nur ein bisschen kennst, dann weißt du, wir sind ja Gründer der Tu-was-du-liebst-Bewegung. Dass ich obsessiert bin mit der Liebe, mit der Schönheit im Leben, mit Positivität, ja, das Leben sich schön zu machen.
Und die ganzen vier Mal, die ich jetzt davor im Kloster, die letzten 20 Jahre, habe ich mich immer dagegen geweigert, dass der Buddhismus und das Vipassana mir das wegnehmen wollte. Und immer, ich dachte immer, warum? Das ist doch erstrebenswert, glücklich zu sein und happy zu sein. Ja? Und diesmal habe ich erkannt, was für ein Stress und wie viel Leid dieser Gott mir gebracht hat in meinem Leben. Aus drei Gründen. Zum einen, wenn du immer auf der Suche nach Glück und Positivität bist, kriegst du nie genug. Es ist nie genug. Du willst immer mehr davon haben, weil es sich halt einfach so toll anfühlt. Zum zweiten wird Leid und Unglück wesentlich emotional stärker und ablehnender und leidender empfunden, weil das ja das Gegenteil ist von deinem Gott, von dem, was du erreichen willst in deinem Leben. Ja, also, und es ist halt nicht immer alles nur positiv. Ja, es gibt eben auch negative Sachen. Und wenn du den Gott zu sehr anhimmelst der Positivität, dann macht dich das noch unglücklicher. Und das Dritte ist, wenn du diese kurzen Momente des Glücks empfindest, dass du die festhalten willst und konservieren willst, und versuch mal Glück festzuhalten. Das sind kurze, flüchtige Momente. Also kurzum, mein Gott des Positivismus und der Freude und der Liebe hat mir ganz schön viel Probleme und Leid gebracht in meinem Leben. Und meine Erkenntnis, die ich jetzt hatte, ist die, die sie da einem auch immer wieder einhämmern, ist die Wahrheit über Impermanence, heißt das, die Flüchtigkeit von allem, ja, dass glückliche Momente und Glück flüchtig ist, dass nichts davon bleibt, dass alles bewegt sich und verändert sich die gesamte Zeit. Du kannst es nicht festhalten, es ist alles, das Universum, dein Leben, alles ist in Bewegung. Du atmest ein, es ist da, du atmest aus, du lässt los und es stirbt und es geht weg. Alles im Leben. Ja, und was es mir leichter gemacht hat, zu realisieren, dass es eben genauso auch mit dem Leid und den Schmerzen ist. Genau das Gleiche findet da ja auch statt. Das ist ja auch nicht für immer da. Es geht ja alles immer wieder. Es hat nichts mit mir oder meiner Seele zu tun, und es ist in konstanter Bewegung und Impermanence, wie es eben im Englischen so schön heißt. Also das war eine große Realisation, dass ich diesen Gott, den ich so verehrt habe, ja, und ihr wisst es ja, wenn ihr mir auf YouTube schon ein bisschen folgt, diesen Gott einfach nicht mehr zu verehren, nicht mehr loszulassen, einfach mehr im Moment zu sein, hier zu sein und einfach anzunehmen, was jetzt gerade eben ist, quasi mit einer, wie so eine Gefühlslosigkeit oder eben keiner Emotion, die ich in irgendeiner Weise zu sehr reinbringe. Und da habe ich viel meditiert und viel reingeschaut und einfach das Leben so sein zu lassen, wie es ist, ohne irgendwas festzuhalten, wegzudrücken, mehr zu haben, sondern einfach einzuatmen und länger wieder auszuatmen und es halt einfach alles so stehen zu lassen. Meine erste große Erkenntnis, und glaub mir, die hat mich wirklich sehr befreit, weil ich mich so lange davor immer mit dieser, so krampfhaft an dieser Positivität festgehalten habe, und das bin ich nicht mehr. Das Leben ist halt einfach, und in Verbindung damit war die zweite Realisation, große Realisation, die ich getätigt habe, war in Bezug auf meine Obsession mit der physikalischen Welt, mit meinem Körper und dem Körper von anderen. Ja, weil eine Sache, die sie auch jeden Tag dich wieder auseinandersetzen lassen, ist der Tod. Ja, du stirbst. Irgendwann sind alles, was dir lieb und wert und recht ist, wird dir weggenommen. Ja, dein Körper wird dir weggenommen. Und da habe ich nicht so ein Problem mit. Ich bin einer der Menschen, du kannst mir eine Knarre an den Kopf halten und ich werde excited werden. Ich werde sagen, wow. Ja, bring it on, los geht's. Mein ganzes Leben habe ich mich vorbereitet auf diesen Moment. Ja, also ich bin voller freudiger Erwartung gar meines eigenen Todes gegenüber. Ich habe vielleicht ein bisschen Angst vor körperlichem Leid. Ja, aber mit einer Knarre im Kopf müsste ich mir da ja nicht allzu viel Gedanken drüber machen. Also da habe ich überhaupt keinen, ich freue mich da drauf. Das wird irgendwie die tollste Erfahrung, seit ich irgendwie aus meiner Mutter raus in die Welt geflutscht bin. Und vielleicht die Geburt von meinen Kindern, der Geburtsmoment meiner Kinder. Aber ich denke, mein Tod wird wahrscheinlich noch ereignisreicher oder interessanter. Da habe ich keinerlei Angst davor. Auch nicht, und ich habe mit der Kathi, das kommt jetzt auch nicht aus dem Blauen heraus, mit der Kathi darüber gesprochen, wenn die Kathi stirbt oder meine Eltern sterben, ich glaube, dass ich damit dealen kann. Was mir Leid produziert hat, ist die Vorstellung, dass meine Kinder leiden müssen und sterben, dass die mir genommen werden. Da habe ich viel, da habe ich auch geweint drüber und über eine Sache, die nicht mal da ist, weil es geht ja allen gut gerade. Aber die Vorstellung, die Auseinandersetzung mit dem Tod, dass meine Kinder leiden und sterben müssen, das war so das Schlimmste, was ich mir quasi vorstellen konnte.
Und die Realisation, die ich eben hatte, ist diese Obsession mit dieser Körperhaftigkeit. Weil wo ich eigentlich so obsessiert bin und so besessen bin, ist der Körper meiner Kinder. Dass der unversehrt bleibt und dass der bei mir bleibt. Für immer. Und die Realisation eben, dass die Seele, die diesen Körper bewohnt, der Spirit, ja, dass der ist ja unsterblich. Wir als Seelen, ich als Seele, wir sind ja unsterblich. Ich habe ja nur diese körperliche Form gerade angenommen für das halbe Leben. Die andere Hälfte schlafe ich ja sowieso und bin ganz so anders unterwegs und meine Kinder. Und diese Obsession, diese Verbindung mit dem Körper meiner Kinder quasi oder mit der Körperhaftigkeit meiner selbst auch, die habe ich einfach auf eine neue Ebene geholt. Mit dem Verständnis, so, was ist eigentlich mein Körper? Denk mal darüber nach. Ist die Luft, die du einatmest und die sich in deinen Arterien verteilt, wird die dann zu dir? Identifizierst du dich damit? Ist es dann meine Luft? Die Nahrung, die du aufnimmst, ja, bleibt nicht du, solange sie außerhalb vom Körper ist. Aber sobald du sie in deinem Mund eingespeichert hast, wird es dann schon zu dir? Oder erst, wenn du es runterschluckst? Oder erst, wenn es dann die Nährstoffe in deine Blutbahn übergehen? Wo ist da die Grenze zu dir und was ist der Außenwelt? Wann hört es auf, du selber zu sein? Die Kacke in deinem Darm sitzt schon? Oder erst, wenn du es wirklich loslässt und ausscheidest? Kannst du mir folgen, wenn du darüber nachdenkst, wird das die Grenze sehr fließend. Deine Haut, denkt ja so, ich kann mich definieren, weil meine Haut da drin bin ich, da draußen bin nicht ich. Wenn du deine Haut genau betrachtest, ist es ein komplett durchlässiges Organ. Ja, da gehen Stoffe rein und raus die ganze Zeit, du siehst es nur nicht. Wo ist jetzt die Grenze, wo du anfängst und du aufhörst? Wenn du darüber nachdenkst, musst du zu der Erkenntnis gelangen, dass es dein Körper, so wie du ihn gerne sehen willst, nicht gibt. Ja, dass das die Grenze wesentlich schwieriger zu definieren ist und dass wir in Verbindung stehen mit der Außenwelt, konstant durch Atmen, Nahrungsaufnahme und durch unsere Haut. Und wenn du das eben verstehst, dass es gar nicht deinen Körper gibt, sondern es gibt einfach nur einen Körper, der dir gegeben worden ist und den du temporär für eine ganz kurze Zeit bewohnen darfst. Und das heißt nicht, dass es egal ist. Du hast auch die Verpflichtung, gut auf ihn aufzupassen, dich gut um ihn zu kümmern, ja, und ihn lieb zu haben, und das mache ich. Aber trotzdem bist es nicht du. Und der Körper ist nicht meine Kinder. Meine Kinder sind wesentlich mehr als diese physikalische Erscheinung. Und das hat mir geholfen, irgendwie das zu hinterfragen und zu realisieren. Und wie gesagt, irgendwann wird Leid da sein, im besten Fall nicht besonders viel, und dann stirbt man, dann geht der Körper, ja, und wird wieder zur Erde und matschig und faulig und vergeht halt. Das hat mir total geholfen, dass ich das verstanden habe, dass wir als Seelen immortal, unsterblich sind, dass ich, wenn ich die Augen zumache, mit meinen Kindern verbunden bin und eben nicht mit ihrer Körperhaftigkeit, sondern mit ihrer Seele, mit ihrer Energie. Und das werde ich auch sein, selbst wenn sie physikalisch nicht mehr im Körper hier neben mir auf der Bank sitzen können. Ja, sehr befreiend. Das waren meine beiden Haupterkenntnisse, die ich diesmal gewonnen habe. Über die Haupterkenntnis andere hinaus, dass ich 14 Tage lang easy ohne Nahrung leben kann, dass das, und ich dann auch irgendwann nur noch ganz wenig eine Tasse Wasser getrunken habe. Also es war wirklich faszinierend zu sehen, und ich mich keinen weißen Belag mehr auf der Zunge hatte, ich nicht mehr sauer war oder sowas, wie wenig Nahrung und Wasser ich gelebt habe. Das waren meine beiden Haupterkenntnisse. Jetzt würde ich gerne zum Abschluss des Videos von dir hören, wie geht's dir nach 10 Minuten tiefem Atmen? Ich will dieses Video gerne nutzen, um drunter Testimonials zu sammeln für diese Atemtechnik, die wirklich dein Leben, unser Leben transformieren kann. Und ich will gerne Kommentare erhalten von Leuten, die auch Vipassana gemacht haben, die so ein Schweigeretreat gemacht haben, weil wir werden viele Klicks auf diesem Video erhalten, und ich freue mich über jede einzelne Seele, die ich inspirieren kann, das wertvollste und schönste Geschenk dir selber zu geben, das nur möglich ist. Und das ist, in dich selber reinzuschauen. Nicht auf Gurus und nicht auf den K, auf mich zu hören, sondern einfach in Stille zu gehen und zu hören, was in dir selber drin passiert. Dein Atem zu lauschen und deinen Mund zu halten. Ja, und die viele Weisheit und die Einsichten aus dir selber herauszuschöpfen und so einfach Leid hinter dir zu lassen und mehr tieferes Glück in deinem Leben zu manifestieren. Dafür will ich dieses Video gerne verstehen wissen. Bitte lasst mir Kommentare hier drunter. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Sorry, das Video war länger als normal. Und ich verabschiede mich, verbleibe mit viel Liebe.
Das ist euer Karl. Auf Wiedersehen.